Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder eine Schnipselparty. Das bedeutet ganz viele kurze, kleine Telefonate, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, was wir da für Betrüger an der Telefonleitung haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welchen Menschen wir es hier in Wirklichkeit zu tun haben. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Herr Klein am Apparat. Ich sage gestern, ich rufe pünktlich um 15 Uhr an. Ich habe ihn 2-3 Mal versucht zu erreichen, aber leider sind Sie nicht am Apparat gegangen. Waren Sie unterwegs oder waren Sie wieder beschäftigt? Nee, Telefon ging nicht. Ach so, Telefon geht. Jetzt können Sie jetzt bitte auf PC gehen, weil definitiv morgen haben wir auch den letzten Tag, ne? Damit wir auch mit den Starten auch fertig sind wegen dieses Jahr. Das wollten wir Ihnen auch überraschen. Bis nächste Woche können Sie auch Ihre erste Profite auch auszahlen, wie ich Ihnen das auch versprochen habe. So wird es auch sein. Also eine Chance habe ich von Ihrer Seite verdient. Ja? Ja, aber jetzt bin ich erstmal einkaufen. Also dann weiß ich nicht, so 18 Uhr oder so nochmal. Jetzt sind Sie einkaufen. Na, soll ich Ihnen die Bankverbindung zulassen, ne? Auf die E-Mail-Adresse, Sie können doch eine Überweisung betätigen. Und Sie können auch davon einen Screenshot machen, damit wir ihn nur bei den Campanes mit einziehen, ne? Und daher sind Sie auch zufrieden. Jo, dann schicken Sie mal zu. Okay, dann können Sie mir das kurz bestätigen, dass Sie die Bankverbindung erhalten haben, bitte. Das ist sehr wichtig. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt erstmal einkaufen. Na, einkaufen habe ich das schon verstanden, ne? Okay. Ich wollte nur sagen, damit ich nur sicher bin, ob Sie die Bankverbindung bekommen haben, und das war's. Und bei der Bankverbindung wollte ich Ihnen auch kurz erklären, ne? Bei der Empfängername steht Citriver. Wie da geschrieben ist, so müssen Sie das auch, ne, bei der Überweisung auch tippen, ne? So müssen Sie das auch schreiben. Mhm. Und Moment, ich bin gleich fertig. Ne? Euer Bankverbindung ist da. So, also von meiner Seite ist das jetzt raus. Ne? Muss das schon bei Ihnen angekommen sein. Bei der Empfängername, bei Empfängername CTWR und Abstand U wie U groß, A groß, B groß. Dann kommt der Verwendungszweck. Bei der Verwendungszweck steht eine Nummer 0, plus 5. Da müssen Sie die 0 noch schreiben. Und nach den 0 müssen Sie 4 verschiedene Nummern eingeben, ne? Mhm. Okay. Wann soll ich ihn nochmal anrufen? Ist besser. So 18, 19 Uhr, so in dem Dreh. Nee, ich bin leider bis 18 Uhr im Büro. Achso, ja, dann wird das heute nichts mehr. Wenn nicht, dann morgen. Morgen wann? Ab 15 Uhr am besten. Aber jetzt, wie lange dauert das bei der Einkaufen bei Ihnen, wenn ich fragen darf? Weiß ich nicht. Wir müssen erst mal gucken, was wir brauchen, und ja, keine Ahnung. Also es kann schon 1-2 Stündchen dauern auf jeden Fall. Da würde ich mal nochmal anrufen, ne? Mhm. Okay, dann bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Alter Verwalter, oder wie sagt man so schön? Tja, also hier ruft jemand an, der mir sein Trading-Produkt vorstellen wollte, und beschwert sich gleich von Anfang an in der Leitung, dass ich mich hier zum vereinbarten Telefontermin nicht gemeldet habe. Keine Ahnung, kann sein. Auf jeden Fall interessiert ihn jetzt gar nicht, dass der mir keine Beratung zu dem komischen Trading-Produkt gibt, sondern er schickt jetzt einfach direkt die Bankdaten. Hier hat er ja nun auch mehr oder weniger, wenn auch nicht beabsichtigt, aber ein bisschen verraten hat das ja schon. Hier geht es nur darum, dass Hauptsache ich habe die Bankdaten und Hauptsache ich überweise irgendwie Geld. Alles andere spielt ja da gar keine Rolle. Schon alleine auch die nur noch bis morgen Zeit, und dann haben wir da keine Zeit mehr für das, was wir da machen wollen. Es ist ja Wahnsinn, was man da für Leute an der Leitung hat. Denen interessiert es überhaupt gar nicht, ob man da jetzt irgendwas begriffen hat. Es geht einfach nur ums Geld. Und dass ich jetzt hier einkaufen bin und keine Zeit für den Bums habe, hat ihn auch nicht interessiert. Der hat einfach in seinem Programm weitergemacht und wollte nur mitteilen, dass ich auch die Bankdaten richtig habe. Und dann, damit sie auch wirklich angekommen sind, wollte er auch gleich noch die Bestätigung haben, dass ich die E-Mail auch wirklich erhalten habe. Ihr kennt ja mein E-Mail-Postfach, da dauert das schon gern mal 20 Minuten, bis da mal eine E-Mail ankommt. Aufgrund dessen der Masse an E-Mails, die dort ankommen. Schon Wahnsinn. Ja.
Hallo? Ja. Entschuldigung für die Störung, der Thomas Puller. Ich bin's wieder, Adriano von der Firma Shop Online. Bitte, wir haben gestern zusammengesprochen wegen einer Bestellung. Aber ich wollte mit Ihnen kurz bestätigen, bitte die Adresse, richtige Adresse, also die Straße. Sie haben mir Gelbe Straße gesagt. Ist das vielleicht Geibelstraße? Nee, ist die gelbe Straße. Wurde gezeigt? Weil Gelbe, ich kann es nicht finden. Es wurde nicht das Paket schicken. Ja, weil dafür kann ich ja nichts. Ich kann nichts finden. Ja, aber die Adresse ist da, wo sie Geibelstraße ist. habe ich. Ist das nicht Geibelstraße? Nee. Sonst Sie werden es nicht bekommen, leider. Also Gelbe Aha. Straße, wie Sie mir sagen, also ich kann es nicht finden, also im Google Maps, weil wenn das eine Straße wäre, man kann finden im Google Maps, oder? Weiß Wie ich ist die nicht, aber alte ist ja auch Straße? Wie alles ist neu hier. gewesen, die alte Straße? Die alte Straße, wie ist gewesen? Wissen Sie es oder nicht? Nee, ich bin ja hier erst hergezogen. Ist ja alles neu. Okay, aber in der Nähe, was haben Sie in der Nähe? Ja, wie, was habe ich in der Nähe? Welche Straße haben Sie in der Nähe? Ich kenne mich doch mit den Straßen nicht aus. Wissen Sie es nicht, ne? Ich merke mir doch Okay, nicht aber die ganzen gelbe Straße, Straßennamen. also schauen Sie, da habe ich richtig geschrieben, G wie Gustav, E wie Emil, L wie Ludwig, Ja. B wie Bertha, Ja. E wie Emil. Ja. Gelbe Straße. Aber es wurde mir nicht angezeigt in Google Maps, leider. Ja, weiß ich nicht. Kann ich ja nichts für. Okay, sonst werden Sie gar nichts bekommen. Es tut mir sehr leid, wenn das nicht eine richtige Straße ist. Verstehen Sie, was Ja, ich meine? ist doch eine richtige Straße. Weiß nicht, im Google Maps, das wurde nicht gezeigt. Sie Kann können ich mal nichts für. versuchen selber. An deinem Handy versuchen Sie es, aber man kann nicht Nö, ich finden. habe Gelbe keine Straße Lust. in Berlin. Trotzdem, können Sie mir eine andere Straße sagen vielleicht? Oder Nachbarn, Na, was soll ich denn Bekannte? Ihnen für eine Damit andere wir das Straße Paket sagen? Wenn schicken. ich Ihnen jetzt eine andere Straße sage, dann ist es ja nicht bei mir. Nee, nee, Bekannte meine ich von Ihnen oder Verwandte, damit wir das Paket schicken können. Irgendwo anders vielleicht. Von Damit Sie das Bekannten und selber Verwandten habe abholen. ich aber keine in der Nähe. Okay, dann es tut mir sehr leid. Das wird nicht. Es wurde nicht geschickt. Es tut mir sehr leid. Dann kann Gelbe ich nichts Straße für. kann ich nicht finden. Okay, Okay. schönen Tag noch. Auf Jo. Wiederhören. Tschüss. Tja, das war wohl wieder einer von den Pillenverkäufern, die sich dann zurückgemeldet haben, weil das Paket nicht zustellbar sein kann, weil es die Straße nicht gibt, an die sie das Paket verschicken wollen, weil ich mir die Straße einfach ausgedacht habe. Tja, einen anderen Weg haben wir da leider nicht, um uns gegen solche Leute anderweitig zu wehren. Also spiele ich da mit bei dem, was die da spielen wollen, bestelle die Pillen und dann läuft die Bestellung gerne mal. Tja, ins Nichts. Hier in diesem Fall habe ich mir die Straße komplett ausgedacht. Sie gibt's schlichtweg überhaupt nicht. In anderen Fällen, was ihr auch beispielsweise noch hören werdet und vielleicht auch schon gehört habt in vergangenen Videos, da existiert die Straße schon, nur niemand holt das Paket ab. Wie auch. Obwohl die Straße existiert, wohne ich ja trotzdem nicht da. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ich spreche mit Sebastian. Mein Name ist Gerard. Sie waren bei uns angemeldet für unser automatisches Online-Handelssystem. Haben Sie noch Interesse dafür? Okay. Tschüss. Wie man jetzt hier an meiner Stimme gut hören konnte, lag ich noch im Bett. Ja, hier hat mich mal wieder einer von den Leuten angerufen, die mir irgendwas verkaufen wollten von dem Trading-Bums. Nur manchmal ist es einfach ungünstig. Das Telefon klingelt hier gerne schon ab 7 Uhr morgens, auch wenn da noch kein normales Unternehmen eigentlich anruft. Soweit ich weiß, wird erst ab 8 Uhr aus Callcentern telefoniert. Alles andere vorher macht auch eigentlich wenig Sinn, weil dort wirklich noch viele Menschen schlafen. Ja, aber hier hat er mich definitiv auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, bitteschön. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Gustav Kott? Ja. Hallo, Herr Kott, das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Aha. Rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben ein Konto bei uns registriert. Rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben ein Investitionskonto bei uns registriert und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Aha. Können Sie fragen, was ist Ihre Erwartungen von unserem System? Oder Sie möchten das nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen? Ja, Was ist Ihre Erwartungen? das Letzte.
Wie bitte? Das letzte. Nein, okay, und habe Sie Erfahrung im Onlinehandel? Nee. Okay, so Herr Kott, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung ist 50 Euro. Ist das für Sie in Ordnung? Das ist ja billig. Okay, und welche Art von Bankkarte habe ich? Habe ich eine Visa oder Mastercard? Da habe ich die Tatütati. Wie bitte? Die Tatütati. Okay, wir werden versuchen, noch einmal später anzurufen. Kein Problem. Schönen Tag. Bis später. Und wieder, ja, Trading-Betrüger-Nachschub. Also was der jetzt hier verstanden hat, weiß ich nicht, aber Tatütati, die Karte gibt's halt nicht. Aber weiß ich nicht. Vielleicht hat er das ja begriffen und deswegen nicht nochmal, oder deswegen das Gespräch jetzt hier abgebrochen und nicht nochmal versucht weiterzumachen. Oftmals, tja, wollen die ja gar nicht auflegen und auf Ach und Krach ihr komisches Trading-Produkt verkaufen. Der hat's hier in diesem Fall ziemlich schnell aufgegeben. Guten Tag. Guten Tag, Herr Patmanach. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Patmanach. Mein Name ist Austin und ich rufe von Millennium an mit dem Bitcoin-System. Profisieren, weil ich sehe, dass ich habe jetzt ein Konto bei uns registriert und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Ja? Was? Ich profisieren, weil ich sehe, dass ich habe ein Investitionskonto bei uns registriert und an der Nutzung unserer automatischen Handelssoftware interessiert sind. Ja, was denn du? Kommt da noch was oder war es das schon? So, können Sie zu fragen, habe ich die Erfahrung im Online-Handel oder das ist Ihr erste Mal? Verstehe die Frage nicht. Herr Patmanach, Sie haben jetzt ein Investitionskonto bei uns registriert, ja? Mhm. Und du? Was damit? Tja, und dann war dieser nette Finanzklops einfach weg. Verschwunden. Keine Ahnung, woran das manchmal liegt. Er hat sich jetzt aber auf jeden Fall im nächsten Telefonat direkt wieder gemeldet, um dann weiterzumachen. Ja, aber trotzdem war es komisch, dass die Leitung einfach abbricht. Das ist bei den Betrügern ziemlich oft. Hallöchen. Hallo, guten Tag. Ja, jetzt höre ich was. Also, haben Sie noch Interesse in Ihre Handelskonto? Was sind für ein Handelskonto? Ein normales Handelskonto. Bei wem denn? Wie bitte? Bei wem denn? Swissbro. Was? Swissbro. Swiss Schweiz. Kenn ich gar nicht. Also, Sie waren bei uns angemeldet vor 4 Monaten auf der Zente. Ach so. Schon eine Weile her. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, tschüssi, Betrüger. Also ich suche jedes Mal nach der Intelligenz und nach dem Warum. Warum sind die so, wie sie sind? Warum legen die einfach auf? Warum kann man nicht mit denen halbwegs vernünftig kommunizieren? Ja, also sobald da kein Interesse ist, wird direkt aufgelegt und das Gespräch abgebrochen. Weil man kann an euch nichts verdienen. Denn grundsätzlich rufen die ja nur an, weil sie euch möglichst schnell abgrasen wollen, um möglichst schnell an euer Geld zu kommen. Fragen stellen oder irgendwie ausweichen wollen die nicht. Da legen die gerne auf. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen hartnäckigen Betrüger, der dann an dieser Stelle jetzt hier weiter und weiter und weiter versucht, an euer Geld zu kommen. Aber es gibt auch den einen oder anderen Betrüger, der dann das Gespräch ziemlich schnell abbricht und es dann einfach sein lässt, weil er schon merkt, dass er hier einfach keinen Erfolg haben wird. Und schon ist der Nächste dran. Irgendjemand wird ihm schon leider sein Geld geben. So ist es ja leider. Patmanach? Hallo, guten Tag, Herr Patmanach. Alicia Mabarat. Ich rufe Sie an, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben, Geld am Finanzmarkt verdienen wollten. Okay, so ich bin hier mit der Kontoaktivierung zu helfen. So, ist das erste Mal für Sie am Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung? Haben oder nicht? Nein, okay. Kein Problem. So, das ist ein vollautomatisches System und Sie werden zusammen mit einem Kundenbetreuer arbeiten. So, mit wie viel Geld möchten Sie starten? Erst mit dem Minimum ausprobieren. 250 Euro. Tja, und auch diese nette Dame hat jetzt hier einfach das Gespräch abgebrochen und nicht weitergemacht. Tja, ich weiß nicht, ob als Bestätigung der
ja, Kommunikation ihr nicht gereicht hat. Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Betrüger gehört, den das stört, wenn man ja das so bestätigt, dass man das verstanden und gehört hat, was er da versuchen, einem zu erzählen. Ja, weiß ich nicht. Also es ist immer wieder ja entzückend, wenn man so schnell die Betrüger los wird, indem man einfach nur ja mitspielt bei denen. Aber auch das, keine Ahnung, es liegt wahrscheinlich daran, dass die unsere Sprache nicht verstehen, unsere Mentalität nicht verstehen, dass wir halt so antworten teilweise. Ich meine, klar, könnte man auch nett sein. Ich bin der Meinung, ich stand da sogar gerade irgendwo an der Kasse, weil man letztendlich das Kassenband im Hintergrund piepen hören hat. Oder sie, weiß ich nicht. Nee, sie, die saß bestimmt wieder wie immer in irgendeinem Callcenter und ich beim Einkaufen. Da nerven die mich nämlich auch jeden Tag. Oder zumindest immer dann, wenn ich einkaufen bin. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Ja. Ja, hallo. Ja. Ja, ja, hier steht, ja, Horst Scheidenreiter. Richtig? Ja, ja, was denn? Ja, sehr angenehm. Ja, eine Wahl. Ja, Moment mal bitte. Ich muss alles sofort. Also Ihren Familiennamen in ein richtiges Feld eintragen, ja? Eine Weile bitte, ja? Gut. Ja, so. Kann ich Sie mit Horst ansprechen? Mit Ihrem Vornamen? Nee. Ja, danke sehr. So, also, so, jetzt möchte ich mich gerne vorstellen, ja? Mein Name ist Andreas Haber. Ich bin der leitende Fachspezialist für das Produkt Erosen von Nutriofarm. So, so, Horst, haben Sie sich für bei Erosen für Erosen bei der Aktion beworben. Stimmt das? Was für eine Aktion? Ja, es geht hier um Erosen, Potenzmittel. Sie haben ja sozusagen für dieses Produkt beworben. Richtig? Potenz. Okay. Also es geht hier um, ja, danke. Es ist gut, Horst, dass Sie die Zeit dafür hatten, denn die Aktion läuft bald ab, ja? Aber Sie haben sich rechtzeitig an uns gewendet, ja? Horst, also ich möchte gerne betonen, ja? Unser Gespräch ist absolut, sozusagen, diskret, vertraulich, ja? Und damit Sie echte Ergebnisse mit Erosen erzielen können, ja? So muss ich das als Experte ein paar Dinge klären, ja? Um Ihre Situation zu verstehen, ja? Wie alt sind Sie? Können Sie bitte verraten, Horst? Von wem jetzt? Horst? Ja. Horst, ja. Wie alt sind Sie? Alt genug, um ein Telefon bedienen zu können. Wie bitte? Alt genug, um ein Telefon bedienen zu können. Ja, Sie haben einen Antrag für das Produkt Erosen, Potenzmittel hinterlassen. Stimmt das? Haben Sie unsere Webseite besucht, ja, und diese Antrag hinterlassen. Und jetzt, ich antworte Ihre sozusagen Ihre Fragen, ja? Aha. Sind Sie so, wie alt sind Sie, Horst? Schämen Sie sich manchmal für diesen Beruf? Wie bitte? Schämen Sie sich manchmal für diesen Beruf? Ich? Warum soll ich mich schämen? Ja, wer sind Sie, Horst? Scheiß zu verkaufen. Was? Ja. Was für... Können Sie mir bitte Moral predigen oder können Sie also dieses Produkt bekommen? Um Ihre Potenz zu erhöhen und Sex zu verlängern. Oder? Ja, toll. Das glaube ich wirklich, dass da sowas verkauft wird. Ja, Potenzmittel. Mhm. Ja, können Sie was haben oder nur so einfach bla bla bla? Ich kann Ihnen nicht folgen. Alles klar, okay. Dann schönen guten Abend. Wenn Sie was brauchen, dann melden Sie sich bei uns und dann können wir weiter sprechen, ja? Ja, tschüss. Danke. Nee, sind Sie Betrüger, ja? Nee, nee. Nicht am Arsch. Schon der Betrüger. Ja, nicht am Arsch. Jetzt hast du es bestätigt. Okay. Kriminell. Okay. Sowas. Habt ihr schon gesagt? Ja, schäm dich mal ein bisschen, was du da machst. Ich schäme mich. Du sollst dich schämen. Warum soll ich schämen, ja? Ich mache alles legal. Mhm. Alles legal. Ja, ja, aber trotzdem so abartig, was du da machst. Das wirkt ja nicht die Scheiße. Mhm. Alles klar, okay, ja. Hört mal auf. Mhm. Hört mal auf, ja. Ist ganz schön deprimierend, was da so für Leute anrufen. Mhm. Dass du dich nicht schämst. Ich soll mich nicht schämen, ja. So, ich zeige dich an, Polizei, ja, sowas. Doch, ja, du Scheißkrimineller. Okay. Tja, ihr kennt das ja hier. Die Anrufe sind ja vorproduziert. Nee, hat er nicht gemacht. Einfach nur billig, abartig und, naja. Sogar mal die Pillenverkäufer haben, ja, unterm Strich
durch die Blume jetzt hier in diesem Fall bestätigt, dass sie Betrüger sind. Denn er hat ja genauso beleidigt wie die Trading-Abzocker. Also die, die wir hier ständig am Telefon haben, uns permanent irgendwie beleidigen, wenn wir da nichts einzahlen wollen und dumm sind, wenn wir das nicht machen wollen. Ja, und hier ist es ja jetzt ähnlich. Also jetzt will der mir hier erzählen, dass ich da irgendwelche tollen Potenzpillen habe, um länger Sex zu haben. Alles toll, ja? Und das soll ich mir dann reinschmeißen und dann weiß ich nicht mal, was da kommt und wer kann mir bestätigen oder beglaubigen, dass das funktioniert? Wer gibt mir mein Geld zurück, wenn der Scheiß nicht funktioniert? Richtig. Keiner. Ja. Es ist einfach nur Betrug, was die da mit euch machen. Auf sowas sollte man auf keinen Fall hereinfallen. Ja? Hallo? Guten Tag, Herr Hubschrauber. Herr Hubschrauber, hören Sie mich? Ja, wer sind Sie denn? Maria Parker ist mein Name. Ich melde mich bezüglich für eine Anmeldung auf Profit Maximilian. Ja, aber nicht jetzt. Wir haben heute Feiertag. Wann soll ich bei Ihnen melden, Herr Hubschrauber? Sind Sie nicht morgen irgendwann oder so? Haben Sie Interesse daran? Ja, jetzt nicht. Also eigentlich meine ich, ob Sie... So, bis morgen denn. Tschüss. Ja, sie hat dann selber aufgelegt. Aber so ist es. Die rufen hier tatsächlich auch an den Feiertagen an. Das ist scheißegal, wann die anrufen, die rufen immer an den Feiertagen an. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken, die Leute auf, ja, am Feiertag noch zu belästigen und da irgendwas zu verkaufen. Klar haben die da in ihrem Land gerade nicht Feiertag, wenn wir Feiertag haben. Vollkommen logisch und verständlich, aber wenn ich irgendwo hin telefoniere, wo Feiertag ist, dann... Rufe ich da nicht an? Also, so kenne ich es zumindest. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich selbst schon im Callcenter gesessen habe, an Feiertagen. Auch wenn nicht bei uns Feiertag war, wurde bei uns nicht gearbeitet, wenn woanders Feiertag war, wo wir gerade anrufen wollten. Ja, so ist es halt. Man lässt doch die Leute in Frieden und in Ruhe. Und ich glaube, so ganz erlaubt ist das vielleicht auch nicht. 100% wissen tue ich es nicht, aber sonntags ruft euch ja auch normalerweise kein normales Unternehmen an. Ich glaube, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Ruhezeiten, wann die nicht anrufen dürfen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Anrufe ja sowieso schon ohnehin illegal sind. Gut, da kommt es dann auf dem Feiertag theoretisch auch nicht mehr drauf an. Ja, aber daran sieht man, die wollen immer irgendwie Geld verdienen. Besonders dann, wenn alle zu Hause sind. Was an Feiertagen ja die Chance zumindest erhöht, dass alle zu Hause sind und dass man euch erreicht, um euch dann diesen Quatsch hier zu verkaufen. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Ja, was? Das ist Annette Körner, ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin von Secretab. Ja, was wollen Sie da jetzt am Feiertag? Ja, kein Problem. Was wollen Sie denn da jetzt am Feiertag? Also ja, wir arbeiten heute, aber wir möchten nur sagen, dass wir haben Weihnachtsbonus für Sie, 100 Euro. Ja, und Sie können diese Bonus haben, wann Sie aktivieren Ihr Handelskonto bis 30. Dezember. So, wenn ich jetzt... Sie können jetzt aktivieren Ihr Handelskonto. Nee. Okay, kein Problem. Ich schicke alle Informationen per WhatsApp, okay, oder per E-Mail. Sie können lesen und dann schicken mir Antwort. Okay? Na dann. Tschüss. Schöne Wochenende. Sehr, sehr selten. Aber tschüss, schönes Wochenende gab's hier tatsächlich auch mal zu hören. Ja, ihr habt richtig gehört, dieser Anruf ist schon ein kleines bisschen älter, liegt auch letztendlich an der Sortierung und Aufbereitung, wie wann welche Videos hier kommen. Die Schnipsel werden ja von mir gesammelt, die Telefonate werden gesammelt und dann setze ich mich irgendwann hin und schneide das alles wieder durch, dass wir wieder 10 bis 20 Wochen Programm gesichert haben. Ne, je nachdem, wie ich das um mein Privatleben mit YouTube ringsrum gebaut bekomme zeitlich. Von daher sind die Telefonate auch mal ein bisschen älter zwischendurch, aber es ist schon nett. Ne? Also die hat sich jetzt hier immerhin mal höflich verabschiedet. Sowas gibt's auch, auch wenn es sehr, sehr selten ist. Verändert hat sich an der ganzen Masche trotzdem nichts, egal wie alt die Telefonate hier teilweise manchmal sind. Das läuft, das ist brandaktuell, das ganze Thema. Und ja, wie schon erwähnt, hier rufen teilweise bis zu 40 Leute am Tag an, die mir irgendeinen Scheiß verkaufen wollen. Ja. Hallo, Jehol Steiner. Ich heiße Mira Schneider, ich bin Account Manager. Ich habe Ihre Bewerbung auf Krebsomethod gesehen. Haben Sie Erfahrung in Investierung? Was denn für eine Bewerbung? Bewerbung auf Trading oder... Investierung. Haben Sie Interesse?
habe ich mich nicht beworben. Okay, haben Sie Interesse auf Investierung oder Trading? Was? Haben Sie Interesse auf Investierung? Was ist denn das? Investierung? Hm. Investierung, okay, einen Moment bitte. Hm. Investieren bedeutet dann, sein Geld in Aktien oder Anleihen zu stecken. Eine Aktie ist ein kleines Stück eines Unternehmens, das du deinem Geld kaufst. Wenn das Unternehmen Gewinne erzielt, profitierst auch du als Aktionär davon. Ich habe das gerade akustisch leider sehr schlecht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Okay, so investieren bedeutet, sein Geld in Aktien oder Anleihen zu stecken. Eine Aktie ist ein kleines Stück eines Unternehmens, das Sie mit seinem Geld kaufen. Wenn das Unternehmen Gewinn erzielen, profitieren auch du als Aktionär davon. Haben Sie Interesse? Wir können im WhatsApp chatten. Ist das okay? Wenn das Spaß macht? Im WhatsApp chatten. Nee. Nee? Okay. So, haben Sie Interesse in Investierung, Passive Income? So, ja. Ja. Dann kann man ja was machen miteinander. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Warum denn? Ja, und dann war auch diese nette Lady ganz schnell wieder weg und hat sich aus dem Staub gemacht. Das haben sie ja irgendwie alle gemeinsam. Dass recht schnell alle wieder weg sind, wenn man da nicht so mitspielt, wie sie sich das vorgestellt haben. Es ist immer wieder das Gleiche mit den Betrügern. Ja, reagiert ihr da nicht exakt so, wie die sich das auf ihr Skript vorgestellt haben, oder wie es der Chef vorgeschrieben hat, wie ihr reagieren solltet, dann sind sie ganz schnell weg und legen direkt auf, ohne sich großartig zu verabschieden. Und selbst wenn sie es dann doch tun, dann ist es eigentlich nur ziemlich schnell und ziemlich schnippisch. Guten Tag. Ich kann nichts hören. Hallo. Ja, jetzt höre ich Schmatzen. Tja, dann lege ich jetzt wieder auf. Tschüss. Und solche wahnsinnigen Gespräche habe ich so oft. Dass da einfach irgendjemand anruft und man hat dann jemanden an der Leitung. Man hört vielleicht auch noch ganz kurz jemanden und das war's dann auch schon. Ja, die machen dann einfach Pause auf meiner Leitung. Das ist vielleicht der ein oder andere Betrüger, der weiß, wo er hier gelandet ist, dass das hier eine Telefonnummer von irgendeinem Scambaiter sein könnte. Ja, oder vielleicht hat er mich an meinem Namen identifiziert, weil Schleuderpimmel und was weiß ich alles. Ist ja auch nicht unbedingt sehr seriös. Aber trotzdem rufen sie ja immer wieder an hier bei mir auf der Leitung. Guten Tag. Oh, ist keiner dran, oder nicht? Manchmal könnten solche Telefonate, wo sich aber niemand meldet und niemand was zu euch sagt, tatsächlich aber auch Pin-Calls sein. Also die haben vielleicht sogar auch noch eine Bedeutung, warum da niemand dran ist. Und das Ganze dient dann dazu, um automatisiert zu prüfen, ob eure Telefonnummer überhaupt noch existiert, ob da noch jemand rangeht, ob sich der Verkauf dieser Rufnummer lohnt oder wenn sie schon jemand gekauft hat, ob sich der Anruf auf dieser Telefonnummer lohnt. Deswegen lassen Betrüger sehr, sehr gerne ihr Pin-Calls laufen, um ja, automatisiert zu überprüfen, ob da jemand rangeht. Und geht dort jemand ran, wird diese Telefonnummer natürlich noch bedient und benutzt und man hat noch eine Chance, dort auf diesem Anschluss Geld zu verdienen. Ja. Ja, hallo? Ja. Herr Gerald, Eva Smith am Apparat. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Nuckelig. Also, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung bei unserer Werbekampagne, die Sie gemacht haben. Es geht um Online-Trading, Bitcoin, Forex. Aha, wie heißt denn die Werbekampagne? Davon? Wie bitte? Wie heißt denn die Werbekampagne? Also, es geht um Online-Trading, Bitcoin, Forex. So heißt die Werbekampagne. War eine Werbekampagne von unserer Firma mit dem Betreff Bitcoin, Forex, Aktien oder Stoffen. Und Sie haben Interesse gezeigt und haben Sie Ihre Daten gegeben. Deshalb rufe ich Sie an. Ja, wo waren das? Also, wie bitte? Wo war denn das? Was meinen Sie? In einiger Zeit, Sie haben diese Anmeldung gemacht. Ja, wo denn? In einiger Zeit, Herr Gerald, Sie haben Ihre Daten gegeben und Sie haben Interesse gezeigt. Und wo?
Herr Gerald, Sie verlieren meine Zeit. Ich möchte Ihnen helfen, so, damit also ein Kompakt ist hier. Fragen nicht, die man Ihnen dann stellt am Telefon. Ich habe gesagt, Sie haben eine Meldung gemacht. In und einiger Zeit. Also können Sie die Frage nicht beantworten, oder wie? Ja, und wie es denn immer so ist, wird dann einfach direkt aufgelegt, anstatt irgendwie dem Kunden eine Frage zu beantworten. Also sie ruft an, um mir zu helfen. Sobald ich aber eine Frage stelle, war es das dann eigentlich schon mit der Hilfe? Da wird sie dann sofort, ja, weiß ich nicht, arrogant, schnippisch, aufgeregt und brüllt mir da schon fast brutal ins Telefon, dass ich verschwinde ihre Zeit. Ja, aber warum ruft sie denn an? Also, ja, ist klar, wir wissen, warum sie anruft. Sie ruft einzigst und allein aus dem Grund an, um irgendwie an unsere Kohle ranzukommen. Egal, ob wir da letztendlich drunter leiden oder eben ja was von haben oder auch nicht, das spielt da keine Rolle. Der Mensch zählt da nicht. Hier zählt nur das Geld, was ihr auf eurem Konto besitzt. Alles andere ist einfach nicht interessant für die Betrüger. Tja, ich finde es schon ziemlich... Tja, weiß ich nicht, mir fehlen immer wieder die Worte bei sowas, wenn man solche Leute an der Leitung hat. Ich würde ganz andere Worte eigentlich gerne benutzen, aber naja, dann schlägt die Zensurkeule wieder zu. Rudolf. Ja, nun ist das Mikrofon aus. Dann lege ich jetzt auf, wenn du nichts mehr sagst. Und auch hier hat man ganz kurz wieder irgendeinen Mitarbeiter in der Telefonleitung gehört und dann war es das auch schon mit dem Gespräch. Ich verstehe es nicht, warum die anrufen und die Datensätze da so verbraten. Es kann nur einfach die Begründung sein, dass die gelesen haben, was da steht und hatten dann da auch keinen Bock mehr auf die Person, die dahinter stecken könnte. Aber trotzdem, schon wirklich komisch. Also das zeigt definitiv, dass das in der Masse vor allem auch, wie es hier passiert, keine seriösen Unternehmen sein können. Denn welches Unternehmen ruft euch tausendmal an und legt einfach auf? Ein seriöses auf jeden Fall nicht. Ja. Hello, Lutz. It's Chris calling you from Naga. We spoke a while ago. You were going to have a look at my email. I'm calling from Naga. Wer hat Durchfall? I sent you an email in Deutsch. Did you see my email? Ja, und wer hat jetzt Durchfall? Das habe ich nicht verstanden. You don't understand, yes? Hat sich jetzt einer einen Hosentakt oder was war jetzt? You don't speak any English. Do you read Na, Deutsch? Wollen wir zusammen mal ein Eis essen? Oder warum jetzt? Alright, have a look at the email from Naga, okay? Ja, have a good day, genau. Ja, wir können bye mal bye. Zusammen uns mal mit Eis einschmieren. Wenn du möchtest. Alright. Okay, have a good day. Bye-bye. Ja, tschüssi, mein Schatzi. Bye-bye. Ja, und auch solche Telefonate könnten gefährlich enden. Denn sie gehören zu den Betrügern. Auch wenn ihr die nicht versteht. Man weiß ja nicht, was sie letztendlich aus euren Daten machen. Und wenn eure Daten einmal im Umlauf sind, dann sind die im Umlauf und unterwegs. Und dann werden die auch definitiv weiterverkauft. Ja, aber was ich nicht verstehe und bis heute nicht, ich habe schon so oft in den Videos gesagt, ich trage mich auf einer deutschsprachigen Webseite ein. Ich klicke an, dass ich Deutsch spreche, ich klicke an, dass ich aus Germany bin und dann muss ich auch noch die Deutschflagge anklicken von Telefonnummer. Und wenn ich von Telefonnummer Deutschflagge angeklickt, dann müsste doch eigentlich Deutsch anrufen, oder nicht? Also wozu wähle ich das alles aus? Wozu wähle ich aus, dass ich aus Deutschland bin, in Deutschland wohne und eine deutsche Telefonnummer habe? Wozu? Ich meine, die rufen mir auch in Deutschland an, deswegen klicke ich es ja auch an, dass ich eine deutsche Vorwahl habe. Muss man ja alles anklicken da. Das ist ja idiotensicher für die Klopse. Aber, ja, fragwürdig. Die rufen trotzdem in anderen Sprachen an. Englisch, Russisch, Ukrainisch, haben wir alles schon gehört. Hm? Ja, hallo, ja, Thomas? Hm? Ja, sehr angenehm, ja. Andreas Haber, ja. Thomas, Ihre Sendung, Postsendung, befindet sich bei der Postfiliale 601, Sonnenallee 208. Können Sie heute abholen? Nee, ich habe euch doch nur verarscht. Ihr seid doch scheiß Betrüger. Wer? Na, ihr. Warum? Ja, weil ihr Scheiße verschickt. Scheiße verschickt? Mhm, ihr verschickt Scheiße. Warum denn? Thomas Puhler, ja. Sind Sie? Erosen. Also deine Intelligenz ist wohl ganz schön im Keller, wa? Ja, mach mal einen anständigen Job und verkauf nicht so einen Müll. Ja. Nee, nicht, Sie verkauf nicht so einen Müll, mach was Anständiges aus deinem Leben. Genau, ja. Sie haben doch zugesagt, ja, Ihre Sendung befindet sich bei der Postfiliale 601 Sonnenallee 208. Na, um dich zu verarschen. Wie bitte? Damit euch das ganz viel Geld kostet und ihr das immer wieder rausschickt.
Aber Sie haben doch zugesagt. Naja, damit es euch Geld kostet, damit ihr das Geld umsonst bezahlt. Ich wollte euch schaden, absichtlich. Ja, aber Sie haben sich, Sie möchten nicht diese Packung bekommen, ja? Nee, die anderen 500 Packungen, die ich bestellt habe, auch nicht. Sie haben 6 Packungen, ja, 6 Packungen. Ich habe noch viel, viel mehr bestellt unter 20 anderen Namen. Aha, okay, aber Sie haben sie sozusagen aus Versehen, ja? Bestellt, nein, mit oder? Absicht, voller Absicht. Und warum möchten Sie nicht abholen? Na, weil du ein Betrüger bist. Nee, es ist nicht. Aber okay, ja. Alles Gute, danke. Ciao. Ja. Also einen kleinen Ausreißer hätte ich doch jetzt hier wenigstens erwartet, wenn er schon rausgefunden hat, dass er uns seine schönen Bimmelpillen vollkommen umsonst zuschickt. Also mit gratis Versand umsonst zuschickt. Und somit ja auch Kosten hat. Tja, so ist das, wenn man so viele Betrüger, ja, Calls annimmt und seine Daten überall im Internet platziert, dann bekommt man solche Anrufe. Ob die immer gut sind? Ich glaube nicht. Von daher passt immer schön auf, was ihr mit euren Daten macht, seid achtsam und wachsam, damit euch sowas nicht passiert. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Und ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Klickt doch da mal drauf, dann habt ihr auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Programm. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.